Heute möchte ich über das Thema Zensur und Manipulation sprechen. Zensur, ja, fängt eigentlich schon an, wenn man manche Dinge nicht eintragen kann. Wenn ihr selbst einen YouTube-Kanal habt, dann versucht mal bei der Schlagwortliste Pleite oder Unruhen einzutragen. Und ihr werdet verzweifeln, denn es geht nicht. Ja, scheinbar hat YouTube einige Schlagwörter gesperrt, die man da in der Suche eingeben könnte. Auch eine Form von Manipulation, weil man ja bestimmt Inhalte nicht mehr zeigt. Oder hat das gar mit dem Hate Speech Act was zu tun, der da erlassen wurde? Aber bei Pleite hat doch nichts mit Hassrede zu tun. Ja, da fängt schon im Kleinen an. Im Moment läuft ein Verfahren gegen Telegram. Man will Telegram natürlich möglichst abschaffen, denn dort ist immer noch möglich, Sachen zu veröffentlichen, die bei YouTube, Facebook und Co. nicht veröffentlichbar sind, gesperrt werden. Wird schwierig werden für die Regierung, da es sich um eine russische Plattform handelt, von ihm, der in Russland lebt und es entwickelt hat. Wir werden sehen, irgendwann werden sie es halt aus dem Store nehmen und es wird nicht mehr funktionieren. Die Regierung findet immer irgendeinen Weg, so etwas zu tun. Die Frage ist, warum? Hier bin ich auf dem Weg, um ein paar Sachen einzusammeln. In einem Video habe ich geschrieben, dass es Zeit ist, sich um Holundersirup zu kümmern. Neben mir gibt es noch ein paar andere interessante Dinge. Schafgarbe und Spitzwegerich, vielleicht auch Giersch. Mal schauen, was ich alles finde. Freut mich, dass ihr mich wieder begleitet. Die Sachen zum Holundersirup, den ich noch herstellen werde. Das Rezept habe ich übrigens in einem anderen Video verlinkt. Müsst ihr oben mal schauen. Zensur. Zensur hat etwas mit Meinungsbildung zu tun. Wenn man zensiert, kann sich der Bürger nicht mehr wirklich profund informieren. Denn er bekommt alles gefärbt in einer Suppe oder er findet es nicht, weil eben die Schlagwörter, die er eingibt, gar nicht zu finden sind. Ja, das geht so weit, dass sogar Einträge in Wikipedia nachträglich so weit verändert werden, dass sie ins Bild passen. Oft genug passiert, gibt es auch genug Berichte darüber. Will ich jetzt gar nicht auf die einzelnen Fälle eingehen. Aber da werden Leute dann teilweise sogar denunziert. Man zieht sie in ein schlechtes Licht, nur damit man die Meinung, die sie vertreten, in den Dreck zieht. Ja, ganz einfach. Aber warum macht man das? Man muss sich mal überlegen, warum passiert so etwas? Das geschieht doch nur, weil an den Behauptungen was dran ist und man diese Meinung ja nicht mehr der Öffentlichkeit bereitstellen will oder sie unglaubwürdig machen will. Warum hat man sowas nötig? Wenn nichts dran ist an den ganzen Dingen, dann muss man doch die Meinung nicht beeinflussen. Und das tut man. Man manipuliert die Meinung und damit die Gedanken der Bürger. Klingt jetzt einen harten Vorwurf, ist aber so. Viele dieser Gesetze, die darauf abzielen, dieses Hate Speech Gesetz zum Beispiel, das eigentlich Hassreden verhindern soll, verhindert nicht nur die Hassreden, sondern auch viele andere Dinge. Ich bin gespannt, wann das Wort Insolvenz nicht mehr einzutragen ist oder andere Wörter, die man als Synonym dann für Pleite verwendet. Eine Art von Manipulation ist es auch, wenn man bestimmte Wörter negativ besetzt. Also wenn man in den Gedanken der Menschen diese Wörter mit einem Tabu belegt. Ja? Pleite, simples Wort, negativ assoziiert, darf nicht mehr verwendet werden, da bin ich was anderes. Ja? Das geht so weit, dass Politiker, ein SPD-Politiker in einer Rede gesagt hat, er ist übrigens angegriffen worden von einem Migranten. Darf ich das Wort Migrant überhaupt verwenden? Das ist ebenso negativ besetzt. Negativ besetzt im Zusammenhang von Migranten und Gewalttaten. Ja, laut einer Publikation wird jede zweite Straftat von einem Migranten begangen.
einem nicht der deutschen Staatsbürgerschaft innehabenden Menschen. Also ich wäre mir das egal. Aber es zeigt, wo es hinführt, wenn man solche Wörter ja, an der Sperre versieht. Das verändert das Denken. Verwendet man so ein unerwünschtes Wort wie das vorhin, wird man gleich in eine Ecke gestellt. In dem Fall in die Ecke des Rechtsradikalen oder Nazis. Obwohl man damit ja gar nichts zu tun hat. Man will nur darauf aufmerksam machen, dass es bestimmte Umstände gibt, die man verbalisieren will. Es führt zu einer Selbstzensur, zu einer Eigenzensur, wo man aufpasst, was man überhaupt noch öffentlich sagt und wie man es sagt. Ja, diese Selbstzensur, die entsteht auch durch andere Dinge, durch Überwachung zum Beispiel. Ich werde sagen, wieso durch Überwachung? Ich muss mal kurz Pause machen hier im Schatten. Ja, wenn man davon ausgeht, dass das, was man spricht, über die Handys aufgezeichnet werden oder über Alexa oder über Google Nest etc. Davon habe ich im letzten Video berichtet. Ich verlinke es mal hier. Ja, dann achtet man darauf, was man sagt und wie man sagt. Manche Dinge sagt man am besten gar nicht. Und dadurch geht auch viel in der Gesellschaft kaputt, weil man immer aufpassen muss, bei wem man, über was man redet. Und vielleicht ist es bei euch auch schon passiert, mir und Freunden ist es schon oft passiert. Man redet über eine kaputte Waschmaschine und am nächsten Tag hat man plötzlich Werbemails über Waschmaschinen, Facebook-Werbung über Waschmaschinen, eBay, die einem plötzlich anschreibt und eine Waschmaschine anbietet. Also, wie kommt das zustande? Man hat ja kein Stichwort nicht gesagt, das Hey-Google-Stichwort, das bei mir nichts mehr auslöst, weil ich es gesperrt habe. Wie kann man sowas sperren? Da gibt es zwei Apps, die ich euch empfehlen würde. Eine dieser App, die sperrt das Mikrofon und lässt es nur bestimmte Dinge zu, wie jetzt hier in YouTube zum Aufzeichnen, zum Telefonieren. Ansonsten sind alle Applikationen gesperrt. Und eine zweite App, die ich viel, viel sinnvoller halte, da kann man einzeln für jede App festlegen, ob sie überhaupt aufs Internet zugreifen darf. Übers WLAN oder über euren Netzanbieter. Da kann man sogar für die System-Apps einstellen, ob sie das darf oder nicht. Da kann ich also in den Berechtigungen ruhig erlauben den Zugriff auf meine Kontakte und was alle wollen, aber hintenrum sage ich, du darfst überhaupt nicht senden. Das ist die wahrscheinlich beste Lösung überhaupt, denn der Anbieter kriegt das gar nicht mit, dass ihr ihn jetzt doch beschränkt. Ich verlinke euch die unten. Dann könnt ihr euch mal das anschauen und downloaden und vielleicht auch euch am Handy nutzen. Habt ihr eine coole App, die so etwas ermöglicht? Mehr Privatsphäre. Ja, dann schreibt es mir doch in die Kommentare. Ich würde mich freuen. Zudem ändert sich die gesellschaftliche Struktur auch, wenn man Angst hat vor Denunzianten und Spionen, in Anführungszeichen. In der DDR war das üblich, da gab es Zehntausende davon. Kleine Zuträger. Man musste sehr gut aufpassen, mit wem man redet, in welcher Gruppe man etwas redet und welches Thema man bespricht. Das führt uns zu etwas, was ich im nächsten Beitrag bringe. Man muss halt aufpassen, was man sagt, wie man es sagt. Viele erkennen es sicherlich schon. Das ist mein Sammelplatz für Giersch. Ich werde jetzt ein paar Gierschpflanzen zupfen. So, einen Imkisch habe ich, den man nicht nur in der Küche verwenden kann, sondern um auch damit Salben herzustellen. Wenn so würde ich sagen, Salben ist Galenik. Er lernt zurzeit PTA, also pharmazeutisch-technischer Assistent, und wird die Kenntnisse in der Gruppe erweitern und vertiefen, nachdem er dann auch versteht, wie man Medikamente herstellen kann. Er sagt immer, man unterscheidet da zwischen wirksamen Hausmitteln und unwirksamen Hausmitteln, und ich bin sicher, Giersch ist für ihn ein unwirksames Hausmittel. Nichtsdestotrotz wird eine Gierschsalbe, ich zeige euch auch mal, wie die geht, in den nächsten Beiträgen, bei Gicht benutzen. Ja, Giersch ist angeblich, soll es gegen Gicht helfen. Und das Letzte, was ich heute noch sammeln werde, ist Spitzwegerich. Den kennt sicherlich jeder. Auf Mückenstich aufgetragen ist Spitzwegerich ein juckreizstillendes Mittel. Man kann darauf aus einem hervorragenden Hustensaft machen oder Hustentee machen. Dazu werde ich auch noch mal einen kleinen Beitrag drehen. Sehr vielseitig einsetzbar. Ich sammle es jetzt auch mal, um eine Salbe daraus zu machen. Habe ich gesehen, erst vor ein paar Tagen in YouTube, und finde die Idee ganz cool. Vor allem, weil sie auch ein bisschen was kombiniert, was wir auch haben durch unsere Imkerei.
Nämlich wir verwenden auch Bienenwachs dazu. Es wird ein Ölauszug, ein warmer Ölauszug, den man eindickt mit Bienenwachs. Wenn man dann noch ein bisschen Propolis reintut, hat es noch mehr Wirkung. So, jetzt sind wir da, wo ich eigentlich auch noch hin will. Holunderblüten. Man sieht, die Dolden sind noch nicht alle aufgeblüht. Es gibt auch noch welche, die sind gleich zu stehen im Hügel, noch zu. Aber es sind genügend dran, um die zu Sirup zu verarbeiten. Man kann auch Kirche draus machen mit einem Pfannkuchenteig. Nach alter Weisheit sagt man, wenn man davon einen im Jahr isst, wird man nicht mehr krank. Das ist eine Bauernweisheit. Damit ich nicht falsch verstanden werde. Ich ärgere mich schon gar nicht mehr über solche Maßnahmen wie Content-Sperren etc. Auf sozialen Medien, über Gesetze. Nein, ich wundere mich nicht drüber. Mich ärgert es auch nicht. Aber ich frage mich dann immer, wieso wird das gemacht? Dafür muss es einen Grund geben. Was will man damit erreichen? Und wie kann ich mich davor schützen? Da geht es nicht darum, dass jeder auf die Demo geht, um dagegen vorzugehen, sondern Maßnahmen zu ergreifen, die ihn und seine Familie vor Schlimmerem bewahren. Hier sieht man einige Spitzwegerichblätter, die sind wirklich unverkennbar. Wenn man sie abreißt, dann sind sie sehr langfaserig. In langen Linien läuft eine dicke Faser. Das sind so die Blütenköpfe vom Spitzwegerich. Mich interessieren allerdings nur die Blätter. So, eine Kapelle direkt an der A3. Darum ist es hier ein bisschen laut, aber ich habe Schatten und ich setze mich jetzt erstmal hin. Entschuldigt den Lärm im Hintergrund. Die A3. Hier die A3-Brücke Richtung Nürnberg über die Donau. Vielleicht 500 Meter von mir weg. Seine Liebsten zu schützen ist das Einzige, was ihr tun könnt. Ihr könnt nicht allen helfen. Ihr könnt nicht die Situation als solches ändern. Dazu bedarf es mehr als ein paar Demos. Denn die Leute, die oben sitzen, sitzen am längeren Hebel. Und ja, die werden immer einen Weg finden, um euch jetzt auszustechen. Die Situation beobachten, wie sie sich entwickelt. Und entsprechend darauf reagieren. Ihr müsst für den Anfang in das Thema Preppen nicht so tief einsteigen. Aber fangt mit Kleinigkeiten an. Schafft euch ein paar Bücher, die interessant sind. Sei es jetzt zum Thema Kräuterheilkunde, sei es zu essbaren Pflanzen, sei es zu, ich sage jetzt bewusst, Survival-Techniken, die eigentlich für einen Prepper nicht so geeignet sind. Denn Survival heißt ja, man will gefunden werden, man will überleben, aus der Situation gerettet werden. Preppen ist eher das Gegenteil. Man will sich irgendwohin zurückziehen und seine Ruhe haben. Legt euch ein bisschen Vorräte an, habe ich schon oft genug gesagt. Wissen nimmt euch keiner weg. Vor allem wissen, was ihr tut, wie ihr euch schützt. Tauscht euch mit Gleichgesinnten aus. Fragt bei Freunden und Bekannten nach, erstmal bei den Freunden natürlich, ob sie ähnliche Gedanken haben wie ihr. Und wenn ihr merkt, die liegen auf eurer Welle, dann sprecht sie offen an und sagt, wie wäre es mit einer Zusammenarbeit für den Fall der Fälle. Anders habe ich meine Gruppe auch nicht gegründet. Man muss irgendwann mal anfangen, selbst die Initiative zu ergreifen, sonst passiert nichts. Wenn man ja darauf wartet, dass jemand kommt und euch so ein Angebot macht, dann könnt ihr lange warten. Ergänzend zum Thema abgehört werden über Handy. Wenn ihr wirklich sicher sein wollt, dass niemand zuhört, müsst ihr Folgendes tun. Entweder den Akku aus dem Handy nehmen, was bei vielen Handys schon gar nicht mehr geht. Man muss sich auch fragen, warum geht das jetzt nicht mehr? Früher ist es auch gegangen. Ja, ihr könnt eine Sache machen. Schaltet den Flugmodus ein, der schützt euch nicht. Aber, erkläre ich gleich, ihr legt das Handy dann in eine Blechdose. Von allen anwesenden Handys einsammeln, Flugmodus, Blechdose. In der Blechdose versucht das Handy nämlich sich am Mast zu reconnecten. Und dadurch wird eine Menge Burst-Energie verbraucht. Das heißt, euer Akku wird schnell leer sein. Darum der Flugmodus, dann macht es das nicht. Und ja, Faradayscher Käfig, da kommt auch nichts raus. Das ist die einzige Methode, um wirklich noch vertraulich zu sprechen. Man will ja nichts besprechen, was jetzt kriminell ist. Aber ich will auch nicht, dass jeder erfährt, was ich erzähle. Was ich euch hier erzähle, schön und gut, das will ich ja auch öffentlich machen. Aber meine private Krankengeschichte oder andere Themen, die haben euch nichts anzugehen. Das soll es für heute auch schon gewesen sein. Lasst euch nicht manipulieren. Informiert euch aus verschiedensten Quellen.
Nehmt nicht alles für bare Münze, was ihr auf Wikipedia lest. Da sind professionelle Leute am Werk, die die Artikel ändern. Meine Vermutung ist, dass diese Leute aus dem Dunstkreis der Antifa stammen und Leute einfach schlecht dastehen lassen. Ja, Antifa ist ein Thema für sich, will ich nicht weiter darauf eingehen. Auf jeden Fall scheint die Antifa von der Regierung gesponsert zu werden, unterstützt zu werden. Warum sonst würde man Rechtsradikalismus verurteilen, aber Linksradikalen freie Hand gewähren? Kommt gut durch die Krise weiterhin und schaut wieder rein, wenn es euch interessiert hat. Mein nächster Beitrag wird sich um die Veränderung der Gesellschaft drehen. Wohin wird es gehen, wenn die Krise andauert? Wohin wird es gehen, wenn mehr Firmen pleite gehen? Wohin wird es gehen, wenn, was wir nicht hoffen wollen, Aluhut aufsetzt, dann doch mehr Leute sterben an der Pandemie oder an den Auswirkungen? Die Sumpfsuppe ist ja auch nicht ganz ohne Nebenwirkungen. Ja, was ist dann? Wie wird sich das Ganze weiterbilden? Wie wird es passieren? Bis es dann irgendwann zu einem Punkt kommt, wo es sich wieder verbessert. Im Moment sehe ich keine Verbesserung. Ich sehe die nächsten Jahre keine Verbesserung. Ich sehe die Dinge jährlich schlechter werden. Das soll euch nicht entmutigen. Nein, das soll euch Mut machen, endlich anzufangen, auf eigenen Beinen zu stehen. Bis zum nächsten Mal. Thank you.